Tja, und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch zwei Sachen machen, beziehungsweise drei vielleicht. Zu einem Mond rüberfliegen, Sprit sammeln und dann gebe ich dir die Koordinaten von der Heimatwelt von China, Franz und Chana. Ja, machen wir das doch. Okay. Aufi! Ist dein Schiff, du musst lenken. Welcher Mond? Irgendein Mond, aber die liegen meistens einen Planeten neben dem Außenposten. Also so der vorletzte Planet im System, das ist in der Regel ein Mond. No breathable atmosphere. Genau. A rocky airless world. Genau. Dass ich die Raumfahrerhosen jetzt nicht habe, das stört mich ein bisschen. Ja, die hätten wir da auch noch irgendwo gefunden, aber wir sind bestimmt dran vorbeigerannt. Gut möglich. So, ich neckischer kleiner Schelm hab jetzt mal mein Mikrofon gemutet und pack ihm jetzt einfach hier mal noch so ein paar Kleinigkeiten in den Schrank. Da wird es sich vielleicht wundern oder auch nicht. Wir werden es sehen. Und da sind wir. Was macht ein... Warte mal, a spacey backpack that is meant to help you breathe and stuff. It doesn't. Ja, es funktioniert nicht. Ist nur für Deko. Wupp. Warum hat denn meine Waffe jetzt nicht mehr ausgerüstet? Das war auch Schwachsinn. Dann drück mal auf X. Vielleicht kommt sie dann wieder. Oder auf Y. Oder auf Z. Oder auf R. Nee, warte mal. Oh, ich kotz. Na, dann geh ich besser mal in Deckung, ey. Vielleicht hätte ich einen Regenmantel anziehen sollen. Es tut mir leid. Ich muss gerade mal gut suchen. Ich warte. Ja. Ich will hingehen und diese wunderbare Erscheinung besehen, warum der Stock nicht verbrennt. Ein Heil dem Flammengott. Wo hat denn das Sliffelstück denn hingetan, ey? Dingleberry? Tja, Trill, das hast du jetzt davon. Jetzt stehst du auf dem Mond rum und irgendeiner der Sterne da hinten ist deine Heimat. Dort gibt es Myriaden von Knabberstangen mit den grünen Kraftperlchen. Aber du kommst ja nicht dran, du musst es unbedingt wegfliegen. Jetzt haben wir's. Kraftfutter? Nur haben wir's. Ich beam mich mal zu dir. Okay. Ah, Lenkrakete. Ja. Das hat der China so interessant gefunden. Eine luftlose Welt. Aber guck mal, die Fackel, die arbeitet einwandfrei. So, und da müssen wir jetzt einfach nur irgendwo runter und den Sprit, du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Okay. Und davon müssen wir über 1000 mitnehmen, würde ich schätzen. Weil 1000 brauchst du, um zur Welt hinzufliegen. Und über 1000, dann hast du noch ein bisschen was übrig für kleinere Flüge. Jetzt könnte langsam mal was kommen. Sind wir noch nicht tief genug? Vielleicht hätten wir den texanischen Ölbaron Wyatt mitnehmen sollen. Der mir in die Luft schießt. Ja. Oh. Ach, aber hier ist ja die Anziehungskraft geringer, da kriegst du wenig Sturzschaden. Ja, also die haben da auch sowas wie Gravitation und so weiter mit einberechnet. Irre. Ja. Ist bestimmt ganz schwer zu programmieren gewesen. Oh, Plutonium, ganz selten. Kannst du ja mal mitnehmen. Ja, aber wenn, dann solltest schon du das kriegen. Ich brauch das noch nicht. Das brauchen eher die Caballeros. Warum nimmt er es nicht auf? Inventar voll. Ja. Wir bräuchten die Space Ludolfs, die dann vorbeikommen und das Zeug abholen. So, jetzt könnte aber langsam mal Sprit kommen. Immer noch nicht. Ich werd gleich blöde hier. Oh, überall Stacheln. Sprit? War weit und breit nichts zu sehen. Oh. Ah, hier. Gut, du hast ihn gefunden. Ach, weißt du, was mir gerade auffällt? Na? Wir haben noch nicht das Liquid Upgrade für den Manipulator. Nee. Ohne den, das geht's nicht. Ah! Ach, hat Ozzel P nicht aufgepasst. Was brauchen wir denn da? Flori hat schon aufgepasst. Hast du es schon?
Florian hat seinen Manipulator nämlich aufgerüstet. Oh, sehr gut. Dann gucke ich schnell, ob ich meinen irgendwie auch noch hinkriege, obwohl... Ach nee, ich habe ja aber das ganze Werkzeug nicht. Dann mache ich für dich Scouter und suche nach Sprit. Servus, Mr. Zylonenmensch. Ja, doch, mit dem Helm auf, das sieht ein bisschen zylonenmäßig aus. Hauptsache, eins der Schiffe kann schon mal losfliegen. Wie, welches Werkzeug brauchst du denn noch? Ich habe meinen Manipulator nicht abgegradet und kann deswegen ja keinen Sprit aufsammeln im Moment. Oh, oh. Da ist wohl Sprit, würde ich behaupten. Du brauchst mal was zu essen. Sonst bist du gleich weg bei dem Stachel zum Beispiel. Aber ich habe Sprit gefunden und ich bohr dann auch mal da drüben das an, dann kommt noch mehr Sprit hier durch. Mir fällt kein Text ein, deswegen brummel ich nur. It läuft. Irgendwie hat's ja auch ein bisschen was von Traubensaft. Ob man Dünnschiss kriegt, wenn man zu viel davon irgendwie unterschluckt? Vor allem, wie dicht ist so ein Schnabel? Läuft das nicht einfach so die Gurgel runter? Das müsste man mal ausprobieren, aber ich bin kein Vogel. Und ich glaube, der Papagei meiner Familie, der würde die Zusammenarbeit verweigern. Why is a moon rock so much tastier than an earth rock? Ich weiß aber die Antwort nicht mehr. Because it's so much meatier oder sowas? Keine Ahnung. Das war aus Futurama. Folge 2 war das, glaube ich. Okay. Wo sie auf den Mond geflogen sind. Wie viel Sprit habe ich denn jetzt? Zeig mir das irgendwo an. 454. Reicht für eine Wochenendfahrt in den Europapark. Oder einmal für das Death Star Trench Battle. Aber sonst, da muss noch mehr. Habe ich da irgendwo gerade ein Pfeifen gehört? War nicht bei dir, oder? Au. Nö. Komisch. Na, vielleicht ist jemand auf der Straße wieder glücklich. Soll es auch ab und zu mal geben. Nein, das ist verboten. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das soll es ab und zu mal geben. Vielleicht hat er sich ja ein kühles Eis in der Waffel gegönnt. Wunderbar. So much juice for you to put into your spaceship. So, dann sind wir doch jetzt gleich bei 600 oder so, ne? Müssen wir sein, ja. Ich guck gleich mal. Das Taxameter läuft, ne? Weißt Bescheid? So, ich habe jetzt... 587. Nah dran. Das ist Teamwork. Juhu! Es ist zwar nur eine kleine Pfütze. Oh. Hier geht's nochmal gut runter. Warum habe ich diese verdammten Flügel? Kann aber nicht fliegen. Ach nee, ich habe gar keine Flügel, ne? I don't like that shit. Wenigstens habe ich einen Schnabel, dann kann ich auch ein bisschen im Boden rumpicken. Da brauchst du gar nicht so zu piepen. Ich meine, das ist schon praktisch, dass man hier mit STRG bzw. mit Control mal einen Bildschirm weitergucken kann, aber es hilft mir jetzt nicht gerade dabei, viel Sprit zu finden, obwohl da oben, da ist eine gute Portion. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich kann das so angraben, dass das Zeug zu dir runtersifft, glaube ich. Ja, hier ist aber nichts. Egal, ja, doch, ich lass durchlaufen. Das könnte vielleicht sogar klappen. Probieren wir es mal aus. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bohre mich durch die Erde wie ein Regenwurm. Regenwürmer haben doch so Borsten, ne, mit denen sie sich dann sofort bewegen. Oder Pinsel. Ja, glaube. Das hatten sie doch dann, glaube ich, auch bei Im Land der Raketenwürmer so erklärt. Beziehungsweise Tremors. Herrlich dreschiger Film. Ah ja, guck mal, da kommt's angelaufen. Das ist aber schön. Da kommt gleich noch mehr. Hier ist nämlich noch eine kleine Erhebung. Oh, jetzt muss ich langsam anfangen abzubauen, sonst läuft's über. Ach, lass es überlaufen, warum nicht? Mein kleiner Bottich hier. Geht ja nichts verloren. Ja, ist jetzt weg, muss ich es wiederholen. Das ist doch Quatsch. Aber es liegt im Bereich des Möglichen. Und Zumutbaren. Bei dem LPT mit mir und China zusammen, da ist die Frage natürlich eine andere.
Au. Hallo. Ja, der Expressweg, der tut manchmal weh. Ich vögele mal hier rüber. Ja toll. Stachel, aber sonst nix irgendwie. Dafür ja, aber letztlich auch schneller. So, Tja, wo kommt die nächste Lache, wenn wir das jetzt wüssten? Ich sehe keine. Aber mit nach unten begraben waren wir doch bisher ganz gut bedient. Ja, da müsste auch das Vorkommen ein bisschen häufiger werden. Naja, es ist nicht viel, aber immerhin. Na, haben ruhig. Ich sag es nur immer wieder. Du sollst nicht kaputt gehen? Nö, ich gehe nicht kaputt. Ich gehe kaputt, gehst du mit? Na, da steht nur ein Stachel weit und breit, aber ich springe runter und lande direkt drin. That's a classic. Hochheilen. Kannst dich aber auch unten heilen. Hier ist aber auch gerade nichts, wo ich hier bin. Also hier unten sieht's auch ein bisschen brach aus. Da ist noch eine kleine Pfütze. Oh. Du hast was gefunden? Ich hab was gefunden. Das lasse ich hier aber reinlaufen. Dann buddel ich mal zu dir rüber. Nenn mich den Mehlwurm. Ach, dieser ganze Moondust. Kann man da nicht einfach mal mit dem Dirt Devil durchgehen? Da müssten wir es nicht weggraben. Dirt Devils sind ultra scheiße, ey. Ja, stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Muss man mal gemacht haben, ne? Ja, Maike hatte so eine. Ich war als Kind immer voll sauer auf die, weil die den Hund von der Couch verjagt haben. Ja, bei uns durfte der Hund schon immer auf der Couch liegen. Aber er hatte meistens so seinen eigenen Sessel oder so. Also ein kleines, ausrangiertes Stück. Da hat er dann schön sein Deckchen und vielleicht auch ein Kistchen drauf und sein Spielzeug. Hier musst du lang gekommen sein eigentlich. Jo, ich bin auch ein ganzes Stück weiter runter. Ja, ich glaube, ich folge deiner Spur, weil hier lagen irgendwie so einzelne Blöckchen rum. Blop, blop, blop. Aber ich glaube, wir gehen nicht den gleichen Weg. Also ich laufe ein bisschen anders als du. Ah, das sieht gut aus hier. Aber du bist schon tiefer, so wie es ausschaut. Ja, das mag wohl sein. Vielleicht kann ich das so weit runterbuddeln, dass das alles irgendwie an dir vorbeiläuft. Ah, eher unwahrscheinlich. Ich bin kreuz und quer gesprungen. Naja, kannst du ja mal sagen, wenn du merkst, dass von oben was kommt, ob du da was siehst. Jetzt könnte was kommen. Nö. Nee, dann ist es wohl... Ja doch, du bist noch viel tiefer, so wie es aussieht. Tiefer. Ah, da. Da bin ich. Juhu. I have found my friend. He is looking like a Duracell battery. Kann hier durch die Steine nicht durch. Ja, da ist der Abbau doch etwas mühsamer. Nein, ich meine hier unten diese... Ach so. Ja, das wird sowas Ultrahartes sein oder die Weltenbegrenzung. Aber meistens ist die Weltenbegrenzung Lava oder einfach ein Abgrund. Also es ist durchaus möglich, dass du auch mal in ein bodenloses Loch fällst und dann auf einmal einfach wieder in deinem Raumschiff erscheinst. Theoretisch kann man auch unter Sand ersticken, aber naja, man kann sich ja freibuddeln und hat das Atmungsupgrade. Blub, 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 blub. Ich meine, das kann auch was Beruhigendes haben, dieses Geräusch, ne? Ja. Und wie bei Minecraft, manche Leute, die wühlen sich gern lieber wie so eine Wühlmaus durch die Erde, anstatt oben auf Oberflächen rumzurennen, wo ja Monster spawnen und so. Oh, ich habe das bei Minecraft auch immer gerne gemacht. Und vor allem, wenn du einen Gang ja nicht höher als zwei Blöcke gemacht hast, also da kommst du ja durch, aber das spawnen keine Monster. Die spawnen ja, glaube ich, erst ab einer Höhe von 3 Feldern. Das so? Allerdings bei Starbound, die Monster, die spawnen hier auch unterirdisch. Ich glaube tatsächlich, dass die Weltbegrenzung, wo wir hier gerade sind. Sind wir auf dem Boden der Tatsachen angekommen, hä?
Oder unsere Manipulators sind einfach viel zu scheiße für das Material. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht sollte ich den Glitch in eine Atombombe umbauen. Ich hoffe, mein Mikrofon war jetzt wirklich gemutet. Hohlraum. Dann buddeln wir uns mal wieder ein klein bisschen hoch. Mal gucken, kommt da drüben was? Ich sehe nichts. Kommt da oben was? Ich sehe nichts. Kommt links was? Ich sehe nichts. Ah, scheiße. Wie viel tust du? Zumindest sind hier schon mal Löcher. Wie viel tust du denn jetzt haben tun? Guck. 1005. Ah, da sollten wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. Was eine krumme Zahl. Ja. 1005. Kann ja Amo mit dem Kalmund Zwäschel aus dem Hotdog ziehen. So. Och, wer klingelt denn jetzt? Gerade wenn man am Aufnehmen ist. Ich bin mal kurz AFK. Jo. Was ist denn für eine komische Klingel, hör mal. Ach, das ist keine Klingel, das ist ein Hund. Das macht Sinn. Weil jeder Quatsch erzählt. Naja, er wird es ja dann hören, wenn er es schneidet. Ich habe es gehört. Den Schisseler-Ding hier. Ich hatte ja gehofft, Grazuk hätte mir hier jetzt noch mehr Blödsinn draufgelabert, damit ich was zum Lachen hab, so bei der Nachbearbeitung. Aber er hat sich dann wohl stille ums Graben gekümmert. Hätte ich gewusst, dass sich das gar nicht lohnt, da die Post entgegenzunehmen, ne? Ich wäre vielleicht sitzen geblieben. Ich glaube, ich musste noch nicht mal eine Unterschrift geben, ne? Weil kein Päckchen und gar nichts, ne? Das war Bullshit. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nur an der Tür, war die Postbotin. Hat sie denn was Schönes gebracht? Nur Kataloge. Na toll. Dafür hättest du nicht mal Klingeln brauchen. Ja, bin ich noch nicht mal der Freund von. Weil irgendwie, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich in den letzten paar Jahren einmal irgendwie ernsthaft in den Katalog geguckt hätte. Weil wenn, dann gucke ich halt online, was so ein Versender hat und naja. Richtig. Oh, Plutonium ist hier. Außer man sitzt auf dem Klo und hat keine andere Lektüre. Dann guckt man natürlich auch mal in den Katalog. Dann gibt's immer noch Shampoo-Flaschen. Ja, das zur Not. Oder Kreuzworträtselbücher. Rätselheft. Ja, liegt bei mir immer auf dem Klo, muss sein. Auch wenn es schon gelöst ist, dann finde ich einen Weg, da irgendwie das Rätsel noch weiterzumachen, indem ich die Worte noch weiter ergänze oder so. Blub. Oh, guck mal. Das ist aber ein schönes Loch. Ein schönes Loch. Gucken. Hier können wir es drin ablassen. Ja. Es kommt! Gleich im ganzen Schwall! So, ich spioniere rechts, sehe ich keine Lache, oben sehe ich keine Lache, links, naja, das lohnt nicht. Unten ist auch nix. Spiel, willst du mich kasteien? Das war poetisch, ne? Jo. Au. Wie die Karnickel. Im Weltraum. Oh, da drüben kommt ein bisschen was. Ja. Aber es gibt da auch manchmal so richtig riesige Lachen, da springst du einmal rein und dann hast du ordentlich vollgeladen. Hatten wir jetzt leider noch nicht. Ja, aber so geht's ja auch. Ja. Hauptsache, wir kommen dem Ziel näher. Wie viel meinst du denn brauchen wir? Also ich würde schon so 1500 oder so holen etwa. Jo, alles klar. Weil dann hast du noch ein bisschen nur, über. Nur damit ich Bescheid weiß, wann ich Stopp sagen muss. Hm? Und ich dachte, bei uns gibt es nur einen Vorwärtsgang. Ach, diese ganzen Stacheln hier. Oh. Au. Sind wir beide reingerannt. Wunderbar. Hier ist noch ein bisschen was. Au! Au, 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 au. Zieh an meinem Dorn. Ich wollte einen Zufluss bauen, aber ich war zu langsam. War ja gut gemeint. Ja. Der Wille zählt.
So. Hast du 1500? Warte. Ne, 1300 habe ich. Okay. Aber viel fehlt ja dann nicht mehr. Da oben kommt noch eine kleine Pfütze. Ja, hier. Meine Güte, Kleinvieh macht auch Mist. 8. Wow. Das hat sich ja dann mal richtig gelohnt, also richtig gelohnt. Aus der Ferne abgepumpt. Ich will auch so einen Matter Manipulator, was ich damit den ganzen Tag alles machen würde, ja? Wäre schon ganz cool, ne? Vor allem Quatsch. Möbel umstellen und so kannst du ja damit auch, ne? Ja. Also ultra praktisch. Es hat auch wie so einen kleinen Musterpuffer, ob man damit auch Lebewesen beamen kann. Einen kleinen Musterpuffer. Ja, irgendwo muss das Zeug ja auch gespeichert werden, ne? Naja. Pütze? Dafür hole ich den nicht mal raus. Da, das sieht doch ganz gut aus. Dafür hole ich den nicht mal raus. Kannst es hier rein ablassen. Okay, Moment. Gleich. Der erste Regen, der zweite Regen, ja. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen mehr, als du es auf die Schnelle abpumpen kannst. Nö, ist gut. Okay. Quasi gleiche Abflussgeschwindigkeit, wie ich sie aufsammle. Okay. And there's more. Billy Mays here with another fantastic product. You need fuel for your spaceship. Spaceships gobble fuel up like your blah blah blah. War's das? Kommt gleich noch ein bisschen was. Der letzte Rest. Der letzte Rest. Ja. Only 1995. And double offer. Burp. Nanu, wo ist er denn hin? Ah, da. Willst du nicht bei meinen fantabulösen Teleshopping-Abenteuer-Angeboten sparen? Ah, ich würde es auch nicht machen. Und, wie viel haben wir? 1566. Juhu! Das heißt, wir können beamen. Ja, dann sollte ich natürlich auch die Koordinaten mal raussuchen, zu denen du dann hin musst. So, ich überprüfe die gerade schnell nochmal bei mir, falls mein Computer mich lässt. So, bist du auch am Computer? Ja. X ist 842. Warte, wo mach ich das denn hin? Oder Moment, ich schreib's dir am besten, das ist wahrscheinlich besser. Bloß blöd, weil, Spielefenster verdeckt. Tipp. So. Kriegst du das im Chat? Mhm. Gut, und das kannst du rechts unten beim Navigationscomputer eingeben. Ja. Ist der Chat Zugang, ich kotze. Aber den kannst du mit Enter wieder aufmachen. Ah ja, gut. Und die Welt müsste sich Chupa Threshold 1 oder so nennen. 8, 4, 2, 3, 2, 6, 6, 9. Ja, das Universum kann ziemlich groß werden. Irgendwie hatten sie es mal errechnet. 69049646. Irgendwie so ein paar Trilliarden Sterne oder sowas. Er processt gerade. Do it. Bei mir zeigt das System schon an, aber irgendwie nicht die Planeten, die dazugehören. Warum auch immer. Wurde der Computer vom Arbeitsamt vermittelt, hä? Ist das eine ABM für Maschinen? Soll er doch lieber im Netto unter der Kasse hocken und Beep machen? Das finde ich befremdlich. Boah, ich kotze. Lädt er immer noch? Nee, der hat die gerade rausgelöscht. Hm. Nochmal. Minus 69049646. Genau. Ah, jetzt hat er's. Und das müsste der Stern, der Weiße, der fast ziemlich mittig sitzt, müsste das sein. Wie heißt der denn? Chuba Threshold. Ah, da ist er, ja. Und ich glaube, da war es der Planet 1 oder 2. Auf jeden Fall der Lush-Planet, auf dem wir sitzen. Muss ich irgendwie das Fuel hier noch reinfummeln? Oh, ja. Muss in die Tankklappe, die hier hinter deinem Stuhl ist. Ah, ja, guter Punkt. Steh ja nicht dran.
Das sind dann Klappis. Mach es doch dann auf, bitte auch. Ah ja, jetzt hat er es auch gemacht. So, jetzt ist getankt. So. Welcher Planet? Chupa Threshold müsste der Lush Planet sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es 1 oder 2 war. Das habe ich mir selbst nicht genau gemerkt. 1A müsste das sein. Sehe ich gerade, habe ich mir zu den Koordinaten geschrieben. Jo. Verlassen wir uns mal drauf, dass der Vergangenheitsossel Pima was richtig gemacht hat. Juhu! Jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden ja sehen, ob es der richtige ist, wenn da viel Shit steht. Genau. Warp Factor 7, make it so. Oh, das ist interessant. Gerade jetzt, wo der Hypersprung gestartet hat, ist hier so ein leichter Windhauch durchgekommen. Epic. Oh, jetzt guckt's Schwein. Was macht der da? Das gefällt mir nicht. Grammel. Sind wir bald da? Waren wir nach Itchy und Scratchy Land? Sieht das gut aus? Wir werden es gleich sehen. Plop. Yep, das ist eindeutig richtig, würde ich sagen. Willst du es dir auch schon mal noch kurz angucken? Ja, ich gucke mir den Quatsch mal an. Okay. Was der Matze und ich gieße mal für den hat. Franz. Dann muss der Franz das später nicht mehr machen. Weil der China, der wird mich dann eh wieder rumkommandieren wollen. Ja, jetzt ist die Frage, ob du die Pflichten vom Channa übernehmen willst, weil der baut schon seit zig Folgen ganz links an der Burg. Oh, Matthias mit seinen Burgen, ne? Ja. Moment, ich guck sie mir an. Weil China und ich, wir sind ständig am Raiden und holen Material und er hockt da im Softblocks, Softblocks. Ich brauch Säulen. Ja, muss man eigentlich auch alles noch ein bisschen schöner machen. Also zumindest, wenn ich mir jetzt auch hier die Farm anguck, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Auf der anderen Seite, wir sind Gauner, haben wir Interesse dran, eine schöne Farm zu basteln? Das ist an sich eine gute Frage. So, jetzt kann auch der Zucker da unten sprießen. Dann hast du auch die letzte Zutat für deinen Kuchen, wenn du den backen willst. Ach, ein Monster. Ah, ne, ich bin noch nicht Franz. Ich darf noch nicht machen. Das kommt erst später. Da fliegt ein Raketelein. Aua. Einmal durchs Haus geschossen. Mhm. In welchem Film war das? Wo eine Rakete fliegt, so eine RPG, und dann reißen die beide Türen auf, damit das Ding in der Mitte durchfliegt. Boah. Die Szene kenne ich, ja, aber... Scheiße. Welcher Film war das? Welcher Film war das, ja? Wenn ich das wüsste. War das, hier Red? Puh, weiß ich nicht. Überfragt. Warum haben wir ein Zelt und einen Schlafsack auf dem Dach? Weil Franz manchmal nicht drinnen schlafen darf. Ach so. Aber das Recht klagt er sich noch ein, irgendwie. Ah, der Castlevania Trader. Ach, hier sieht man's. Hier braucht er noch Softbricks. Weil da ist die Wand noch nicht fertig. Also geht's wahrscheinlich später wieder ordentlich auf Kaperfahrt. Ich habe ein Insekt besiegt. Du starker, starker, mächtiger Mann. Ich bin ein Vogel. Ich
Ja, mit den Viechern haben wir schon Probleme, seit wir hier sind. Die tauchen immer wieder auf und hüpfen hier durch die Felder. Und wir haben da eigentlich auch immer so einen Lemming, der hier mit dem Fahrstuhl fährt, aber der ist heute nicht da. Schläft wahrscheinlich noch. Und welche Wand ist hier noch nicht fertig? Das ist im Schloss, weiter links. Ah, noch weiter links. Ja. Moment. Ich habe sogar die Tür zugemacht. Ach, ich bin so gut. Das soll ein bisschen was Größeres werden. Ja, das ist, ja. Ganz typisch, ne? Das ist Matze, ne? Mhm. Groß, symmetrisch und soll schön aussehen. Ach, und da oben ist ja das Zimmer vom Franz. Das ist schon fertig. Hauptsache, das steht. Das wundert mich, dass er meins als erstes fertig gemacht hat hier. Sogar mit zum im Wasser wieder auftanken und so. Vogeltränke. Ja, hier in dem Fall ist es jetzt eine Vogeltränke, aber der Franz ist ja eine Sardelle, der legt sich da ein. Der schöne Lagerraum, aber den kann man noch besser organisieren. Aber wir haben halt schon so viel Schrott, da wissen wir teilweise gar nicht, wohin damit. Ja, Mensch, das ist ja praktisch, dass ich ein volles Inventar habe. Ja, kannst ruhig gleich ablegen, wenn du willst. Ey, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Nein! Und, hat's geklappt? Nicht so, wie ich es mir gedacht habe, warte. Ah, ich will da hoch. Das ist, Matze hat einen Double Jump, wir haben den noch nicht. Und deswegen hat er das so niedrig angesetzt. Aber wenn wir was bauen, kriegen wir gleich auf die Finger geklopft. Ist mir doch scheißegal. Bäm! Hast du das gesehen? Oh, wenn der Matze das sieht. Er wird es sehen und er wird sich an den Kopf schlagen. Ui! Da, die Avocado! Er schießt die Avocado! Energie leer? Nee. Jawoll! Na, aufs Dach, keine Ahnung, da gehört ja eigentlich auch noch ein Türmchen oder zwei drauf, ne? Ja, wer weiß wie viele... Oh Gott, da kam sie wieder. Na, der Matze wird sich bestimmt auch sowas gedacht haben. Ach, guck mal. Geil, Kunstflug. Warte. Bong! Wolltest du die gegeneinander steuern? Au! Das finde ich witzig. Das amüsiert mich, haha. Das amüsiert mich, haha. Kann ja auch andersrum. Wupp. Jetzt genauso rum. Au. Ist ja nix. Warte mal. Jetzt. So. Warum trifft es immer mich? Ich glaube, es ist einfach nur die Dauer. Die Flugdauer. Und weg ist es. Das sehen wir nicht wieder. Unwahrscheinlich, ja. Jui! Das ist ja cool. Wenn ich auch nur ein bisschen den Cursor bewege, kommst du zurück. Naja, vielleicht heißt es deswegen Homing Missile. Es kommt nach Hause. Finde ich ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, bei den Waffen-Specials, da haben sie sich einiges einfallen lassen. Au. Oh, das wird nicht gut. Nee. Wollte mich währenddessen heilen. Naja, du wirst ja höchstens ein paar Pixel verloren haben. Ja. Ach cool, jetzt sehe ich wenigstens mal die Avian-Wiedergeburt-Animation. Ich schlüpfe aus dem Ei, hüpfe als Küken rum und dann wachse ich auf einmal ganz schnell groß. Cool. Oh Mensch. Ja, gut, ich denke, dann haben wir ja soweit alles mal erreicht, was wir zur Vorbereitung brauchen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend, ne? Später, ne? Jo. Genau, macht's gut. Ali, dann bis denn. Ciao, ciao.